iTunes ist Apple, iTunes ist iPod, iTunes ist Kult, iTunes hat eine ganze Generation mitgeprägt und iTunes ist tot. Zumindest wenn man einigen Berichten glauben mag. Zum Beispiel hatte der Rolling Stone darüber berichtet, dass morgen Apple den Todesstoß für iTunes geben wird. Also am Montag, den 4. Juni 2019 auf der Entwicklerkonferenz in San Jose. Aber bevor wir gleich weitererzählen, bist du erstmal gefragt, was hältst du von iTunes? Was sind deine Erfahrungen? Schreib es uns unten in den Kommentaren auf. Und wie sehen deine Hörgewohnheiten aus? Bist du der Downloader, der Streamer oder ganz klassisch auf CD? Und wenn dir der Beitrag gefällt, setze gerne einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Das hilft uns sehr. Wir machen heute was anders. Wir teilen das Video in zwei Teile auf. Einmal schauen wir uns vor der Pressekonferenz an, was aus iTunes wurde. Wir schlafen eine Nacht darüber, nach der Pressekonferenz, was wird aus iTunes? Streaming ist die Zukunft. Warum sollte Apple das Ganze einstampfen? Gerade weil es die Zukunft ist. Also, iTunes funktioniert nicht nur für Musik, nein, für Filme, Podcasts hast du nicht gesehen. Und da hier wirklich das große Geld für die nächsten Jahre erstmal dranhängt, ist es nur allzu schlüssig, das Ganze ein bisschen differenzierter präsentieren zu können. iTunes war in diesen 20 Jahren mehr als nur ein Musikportal. iTunes war irgendwie, ja, so ein Pseudonym für Musikportale geworden. Wenn man davon gesprochen hat, online Musik zu kaufen, dann hieß es, ja, ich kaufe es bei iTunes. Egal, wo du es runtergeladen hast oder sonst was, schau mal bei iTunes nach. Die Marke iTunes war einfach das Pseudonym für sämtliche Musikportale geworden. Wir sind gerade um die 2000er und iTunes wurde super angenommen, trotz einiger Fehler. Als iTunes installierbar war für Windows-PCs, da sagte Steve Jobs nur dazu, es ist, als würde man jemandem in der Hölle ein Glas Eiswasser anbieten. Und so haben die Leute das auch gefeiert. Das war ein richtiger Hype und naja, ihr müsst euch das mal vorstellen, die meisten werden das eigentlich noch wissen. Wir hatten ja immer diese Discman, mit dem wir rumgerannt sind. Der Discman hat den Walkman abgelöst. Aber so geil und praktisch es auch war, die Lieder skippen zu können, das war halt mit dem Walkman echt nicht möglich. Da hast du 100 Stunden lang gespult, um einen 3-Minuten-Song zu finden, war das einfach mega umständlich. Ob du jetzt joggen wolltest oder sonst was, das war mit dem Discman nicht möglich. Und plötzlich kam die MP3-Player. Da gab es immer diesen schwarzen, ich glaube, das war von SanDisk, ich weiß es gar nicht mehr, ist auch völlig egal. Die sahen mega hässlich aus und dann kam Apple mit dem iPod. Der Erfolg von iTunes hat die ganze Sache mit dem iPod nochmal ordentlich gepusht und jeder hat den hippen iPod gehabt. Auch iPod wurde zum Pseudonym für MP3-Player und hier wird es nochmal deutlich, das ist für jede Firma ein absoluter Erfolg, wenn Dein Produktname für eine ganze Abteilung, für eine ganze Reihe von Produkten steht, egal wer es produziert hat. Und das war iTunes und das war iPod. Aber ganz so unproblematisch war es dann wieder auch nicht. Mit einem MP3-Player bist du am PC gegangen, mit einem USB-Anschluss, manche hatten USB-Stecker schon drin. Zack, fertig, hast die Musik draufgetan, war die Sache vom Tisch. Das war mit einem iPod nicht möglich. Da musstest du erstmal iTunes installieren und irgendwann später waren die CD-ROM mit iTunes nicht mehr im Lieferumfang enthalten. So musstest du mindestens einen Internetzugang haben und es gab tatsächlich einige, war auch einer der wenigen, die hatten erst viel später einen Internetzugang. Ja, die blieben dann erstmal auf dem Trocknen. Unter anderem war ich daher einer, der einen herkömmlichen MP3 hatte. Und was habe ich dann gemacht, als in meinem MP3-Player die Batterie leer war? Batterie raus, weggeschmissen, die nächste geholt, ja, ist vielleicht umweltschädlich, aber dann konnte man nochmal einen Akku laden und das wieder reintun. Das war mit dem iPod nicht möglich. War der Akku irgendwann hinüber, war auch das Gerät hinüber. Obwohl es technisch möglich war, ließ Apple es nicht zu, dass andere Formate wie zum Beispiel WMA auf dem iPod spielbar waren. Dazu konntest du auch nichts mit Musikstücken anfangen, die einen Kopierschutz von einem anderen Downloadportal enthielten. iPod-Kunden waren also auf die Apple-Software gedrungen und hatten weniger Möglichkeiten, was Musikformate betrifft. Und trotz all dieser Kritikpunkte war der Aufstieg von iTunes nicht aufzuhalten, denn offensichtlich hatten die Vorteile den Nachteilen überwogen. Die Leute fingen an, auf dem PC ihre Musik zu sortieren, konnten
die Musik von ihren CDs hochladen, die mit ID3-Tags, also mit diesen Meta-Informationen hinterlegen. Und statt sich mühselig irgendwelche Mixtapes auf Kassette aufzunehmen, konnte man sich nun endlich seine eigenen CDs brennen. Wenn die Musik dann in der Bibliothek dann doch nicht gereicht hat, gab es eine Schnittstelle zum Store und da konntest du für ganz wenig Geld ganz gute Musik runterladen. Und zu dem damaligen Lieblingsformat der CD gab es auch die Möglichkeit, sich schicke tolle Cover ausdrucken zu lassen. Es war mal vor einer Zeit vor iTunes, da hatte der Softwareentwickler Cassadian Green die Software SoundJam MP zum Besten gegeben. Apple erkannte hier das Potenzial und hat nicht nur die Software, sondern auch sämtliche Entwickler übernommen. So wie die Software war, war sie an sich schon ganz gut. Allerdings musste man sie ein bisschen modifizieren, damit sie auch iPods unterstützt. Und selbsterklärend gab es damals auch keine Schnittstelle für den Music Store von iTunes, der dann irgendwann iTunes Store hieß. Und nachdem alles so gut lief, blieben die Entwickler nicht nur auf der Musik sitzen, sondern hatten auch Musikvideos angeboten, sowie auch Hörbücher. Der Verkauf der Musik startete 2003 in den USA. In Deutschland kam erst 2004 auf den Geschmack, gemeinsam mit den Briten und den Franzosen. Im Oktober desselben Jahres kamen auch unsere Nachbarn, nämlich die Österreicher, zu der Ehre. Wie auch andere Länder, zum Beispiel Griechenland, Luxemburg, Portugal, Spanien und Kanada erst Ende des Jahres. Die Schweizer waren 2005 dran, ein paar Monate vor den Japanern. Und so hat Apple Stück für Stück, langsam aber sicher, ihr Angebot auf immer mehr Ländern erweitert. Hier in Deutschland konnten wir zunächst nur die Songs runterladen, die auch wirklich von großen Musiklabels vertrieben wurden. Kleine Künstler wie wir hatten da null Chancen gehabt. Aber auch hier wurde uns der Markt eröffnet und so können wir hier in Deutschland vom No Name bis zu Beyoncé wirklich alles bei iTunes erhalten. Aber wie bereits erwähnt, wurden auch irgendwann mal Musikvideos verkauft. Daneben auch anderes Bildmaterial, wie zum Beispiel Kurzfilme von Pixar, sowie einige Fernsehserien. Und so wurde Jahr für Jahr immer mehr Filme und immer mehr Vertriebe mit ins Boot geholt, was dazu führte, dass Apple auch im Videomarkt ein ernstzunehmender Konkurrent wurde. 2008 waren wir auch in Deutschland dran, jetzt konnten wir endlich die Fernsehserien abrufen. Im Jahr darauf, 2009, die ersten Spielfilme. Nun, Freunde, auf dem Streaming-Markt tut sich einiges. Der Markt ist groß und die Anbieterzahl auch. Jeder kennt Netflix, Prime Video, aber auch SkyGo und Magenta sind auf dem Markt. Und YouTube möchte sich mit YouTube Premium dazu drücken. Das sind allerdings nur die Abo-Modelle. Aber auch unsere heimischen Mediatheken bieten immer mehr Serien und Filme an. Klassisch ARD, ZDF, aber auch 7TV oder TV Now. Und irgendwo dazwischen findest du iTunes, die versuchen dort Filme zu verkaufen. Und iTunes steht in den Köpfen eigentlich für Musik. Und sich dann auf diesen Markt mit dem Verkauf von Filmen durchzusetzen, ist dann doch schwer. Filme kaufen kannst du auch bei Sony's PlayStation Store, sowie auch bei Google Play. Aber auch Disney wird sich mit Disney Plus auf den Markt drängen, denen jetzt auch zu 60% Hulu gehört. Naja, ihr merkt es schon, es ist wie beim Musikstreaming. Dieser Markt ist einfach mega stark umkämpft und um da auf Augenhöhe zu agieren, ist es logisch, hier zu splitten. Ein Kompetenzteam für die Musik, ein Kompetenzteam für die Filme. So, Freunde, jetzt ist es Montag, es ist 5:45. Bislang ist das Ende noch nicht offiziell, aber Giga.de schreibt schon: Es ist so gut wie offiziell. Apple verabschiedet sich nach 18 Jahren von iTunes. Das schreibt der üblicherweise gut informierte Apple-Leaker Mark Gurman bei Bloomberg. Drei neue Apps werden iTunes in der nächsten Version von Mac OS ersetzen, schreibt Gurman. Apple läutet damit eine neue Ära ein, die ganz im Zeichen der iOS-Tradition stehe. Dass dieser Schritt für Mac OS bevorsteht, scheint sich indes auch im Netz anzukündigen, bei Facebook und Instagram. Allerdings noch nicht bei Twitter, hat Apple alle Inhalte der jeweiligen iTunes-Profile gelöscht und verweist Nutzer auf die Seiten für Apple TV. Und jetzt folgt etwas sehr, sehr naheliegendes, nämlich: Insgesamt drei Apps sollen iTunes künftig ersetzen. Eine für Musik, eine für Filme und Serien, eine für Podcasts. Ja, das ist auch die absolut logische Konsequenz. Der Videomarkt ist überfüllt, iTunes steht für Musik, nicht für Videos. Sie müsste sich schon spezialisieren, um sich hier etablieren zu können. Vor allen Dingen, wenn iTunes Spotify auf Augenhöhe treffen möchte, dann muss was passieren. Spotify hat, je nachdem welche Zahlen ich gerade sehe,
Man kann das grob sagen, mindestens doppelt so viel Marktanteil im Streaming-Bereich wie iTunes. Und ich denke mal, eine Firma wie Apple, die werden das nicht auf sich sitzen lassen. Die wollen da nicht nur hin, die wollen das Ganze auch überbieten, da bin ich mir sicher. Ob die das schaffen, weiß ich nicht. Apple ist an sich immer sehr kreativ. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach die Streaming-Dienste mit anderen Geräten koppeln, so dass die Kunden wie so oft nur auf Apple und ihre Dienste ausweichen müssen und dadurch eine aktive Marktverdrängung wieder durchführen können. Ja, Freunde, die Pressekonferenz ist vorbei und die Gerüchte haben sich bestätigt. iTunes wird durch drei Teile geteilt. Eine Ära geht hiermit zu Ende. Ich mache euch mal einen Screenshot von dem, was hier im Hintergrund gerade läuft. Wie erwartet für Musik, Filme, Serien und Podcasts. iTunes hatte tatsächlich das Problem gehabt, dass man aufgrund diesen ganz vielen Inhalten, die man dort zur Verfügung hatte, einfach schlichtweg die Übersicht verloren hatte und es langfristig nicht mehr nutzerfreundlich wird oder inzwischen schon ist. Und durch die Aufteilung soll die Bedienung viel einfacher werden. Soweit zur ersten Begründung. Ich denke mal, Apple möchte konkurrenzfähig sein. Die wollen auf Augenhöhe mit Spotify und Netflix agieren. Und das geht nicht, wenn man eine aufgeblähte Multimedia-Blase hat, sondern wirklich, wenn man ein Team von Spezialisten hat. Und ja, das beinhaltet es ja schon. Man muss sich auf etwas spezialisieren. Und das findet hier gerade statt. Wie sich das alles in den nächsten Jahren entwickeln wird, werden wir sehen. Wir bleiben dran. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wir schauen uns beim nächsten Mal. Hier habt ihr noch zwei weitere Videos, wo ihr reingucken könnt. Abonniert diesen Kanal, das würde mich mega freuen. Und ich sag schon mal, bis bald. Euer Weg von Metachemie.